Guten Tag, liebe Freunde des Schmuckmuseums und des modernen Schmucks. Wir treffen uns heute im Schmuckmuseum mit Huan Weng Mong, unser Gast, der hier eine Sonderausstellung hat. Er stammt aus Taiwan, ist aber auch auf der ganzen Welt zu Hause und auch in Deutschland. Lieber Weng Mong, herzlich willkommen im Schmuckmuseum. Hallo Conny, freue mich auch sehr, hier zu sein. Ja? Und ich kann nicht glauben, dass diese Ausstellung tatsächlich erst stattfinden konnte. Ja? Das ist wirklich auch fast ein Wunder, weil wir ja nämlich tatsächlich die Ausstellung geplant haben und dann kam Corona dazwischen und dann mussten wir 2 Jahre warten, bis wir es zeigen konnten. Aber in den 2 Jahren sind ja auch einige neue Dinge entstanden und vielleicht war ja dann auch das Warten gar nicht umsonst. Ja, einerseits ist ganz positiv, weil ich mehr Zeit hätte, ja, um neue Kreations anzufangen. Andererseits ist eine quälenhafte also Zeit, 2 Jahre, ich habe mich gequält. Ja. Und wann stattfinden konnte und wie und was. Ja, man denkt sehr viel, also während dieser 2 Jahre, ja, sehr viel darüber. Ja. Das glaube ich dir und gerade auch in so einer schwierigen Zeit. Aber vielleicht gehen wir jetzt noch ein bisschen zurück, weiter als die letzten 2 Jahre, sondern nämlich zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Und das ist eine ganz schöne Geschichte, aber das darfst du erzählen, Weng Mong. Okay, das war circa vor 12, 13 Jahren her. Und ich führte also eine Delegation aus Taiwan. Und wir besuchen viele Museen, also in Frankreich und Deutschland. Und natürlich hier, Schmuckmuseum in Pforzheim, ist eine wichtige also, Adresse für uns. Und ich glaube, damals war ich nur also ganz kurz bei dir und habe ich auch sehr, sehr guten Eindruck von dir persönlich. Ja? Und du bist immer sehr offen also gestanden und sag alles ganz klar und ohne Komplikationen. Dann habe ich gedacht, vielleicht kann Conny mal anladen, so nach Taiwan zu gehen. Ja? So haben wir angefangen. Ja. Genau, und für mich war das auch ganz spannend, weil ihr seid gekommen. Ich weiß noch nicht mal, ob ihr angemeldet wart mit der Delegation oder nur ganz kurz. Ganz kurz angerufen, dass ihr jetzt kommt. Und dann kam ich runter und dachte, ja, wunderbar, schön. Und du bist aber sehr konsequent im Anfragen. Ja. Und wir haben dann relativ schnell eine Kooperation, zumindest mündlich verabredet. Wobei, das gibt es ja häufig, dass jemand einem etwas erzählt, dass er kommen will und machen will und dann passiert nichts. Aber bei dir war das ja ganz anders. Das hat sofort funktioniert. Wir hatten manchmal ein bisschen Mühe und haben gestöhnt, ach, jetzt müssen wir schon wieder was schreiben dazu. Ja. Aber genau das war richtig. Und es endete ja dann in Taiwan mit einer großen Ausstellung, die wir bestückt haben vom Schmuckmuseum zum Thema Gold. Ja. Die wir dann im Goldmuseum in Taipei oder in der Nähe von Taipei ausrichten konnten. Und das war auch das erste Mal, dass ich in Taiwan war und mit dir gereist bin und wir die Ausstellung zeigen konnten. Wenn man also ein Wort sagt, es ist für mich ein Vertrag. Mündlicher Vertrag sozusagen. Und ich glaube, in Taiwan braucht so viel Informationen, also aus Schmuckmuseum. Da habe ich doch eine Chance gehabt, einen Austausch zwischen 2 Museen in der Informativ, also und auch Sammlungsstück, also von hier rüber zu gehen und dann haben wir langsam gewachsen, dieser Plan und dann laden wir auch ein paar Stücke also von 2 Schulen aus Pforzheim dazu und das war eine sensationelle also Tat für Taiwan. So, ich glaube, dadurch so viele junge Leute hat erst erkannt, was zeitgenössischer also Schmuck also eine Kraft hat. Und dann haben die danach fangen an zu lernen, zu studieren oder lieber sogar nach Deutschland, also zur Goldschmiedeschule zu lernen. Ja. Und
Jetzt zurück, also blickend, also auf diese Tat, also vor 12 Jahren, das war eine sehr, sehr also, sinnvolle und Spaß haben wir auch sehr viel dabei. Mhm. Ja, so haben wir angefangen. Es ist wirklich einiges daraus entstanden, auch für uns. Ich konnte dann auch, als ich in Taiwan war, viele Dinge sehen, was die Studenten, die Schüler, die Studentinnen und so weiter gemacht haben, die auch mit dir zusammengearbeitet haben. Ja. Und da sah man schon eine ganz tolle Entwicklung, also von wirklich dem Zusammenspiel der asiatischen Kunst, den asiatischen Materialien und eben auch vielleicht das, was Sie gesehen haben in der Ausstellung, die wir gezeigt haben mit den Stücken und dann vielleicht auch neugierig wurden, was passiert denn da in Europa im zeitgenössischen Schmuck. Die Studenten also in Taiwan hatten vor dieser Ausstellung immer nur die Informationen über die Bücher so, also bekommen, ja, von irgendeine große Meisterstücke, da können die nur also auf den Zeitschriften oder Büchern also lesen und bekommen. Und jetzt haben die eine Chance, der originale Stücke also aus Deutschland gekommen und sind alle begeistert. Bis heute reden die immer noch darüber. Das ist gut, wenn die Ausstellung so lange wirken kann. Ja. Und das hoffen wir, dass wir das bei deiner Ausstellung eben auch machen können, dass sie wirklich tatsächlich, und ich glaube, das gelingt auch für viele der Betrachter, die von hier kommen, aber gerade auch die Studentinnen und Studenten, wir haben da großes Interesse dran, die auf einmal sehen, wie kann man mit Formen, wie kann man mit Materialien eben anders umgehen? Und das sieht man, glaube ich, bei deiner Arbeit ganz gut. Vielleicht kannst du so ein paar Stichworte uns geben, was den Hintergrund deiner Arbeiten, sowohl im Schmuck als auch in den Skulpturen, weil die Skulpturen sind sehr eindrücklich, gerade die kleineren, die sind ja nicht allzu groß, vielleicht 30 Zentimeter, wie wir sie zeigen können. Dass du natürlich auch noch große Plastiken machst, ist ein anderes Thema. Dafür haben wir keine Vitrinen, das können wir nur so zeigen. Aber das wäre ganz schön, wenn du uns da ein bisschen einen Einblick gibst in deine Formenwelt und wie du mit Materialien umgehst. Gut, ich versuche mein Bestes, also in kürzer Zeit zusammenzufassen. Ja. Natürlich, das hat mit meinem also Wendegang zu tun. Ich habe zuerst Bildhauerei studiert. Ich bin eigentlich Diplom-Bildhauer. So, normalerweise macht die Bildhauer also etwas größer als jetzt, was ich ausgestellt habe. Dann anschließend habe ich in Deutschland Goldschmiede Kunst gelernt. So habe ich erst entdeckt, dass es eigentlich eine Verbindung zwischen kleinen Stücke, Objekte und dann mit großen also Plastiken. Ja, da ist eine Verbindung dort. Ja, ist alle dreidimensionale also Objekte. Also. Da, aber dazu habe ich noch Gemmologie also, gelernt. Dann kenne ich sehr viele Steine und Mineralien. So, deswegen sieht man also von meinen Stücken immer diese Akzente drauf. Steine mit Metall. Die meisten so sind Steine mit Metall. Und natürlich verwende ich auch andere Materialien wie Holz oder Kunststoff sogar. Ja, auch. Aber um meine also Könne zusammenzufassen, es ist immer ein langer Prozess. Ja? Manchmal also, habe ich auch schief also gearbeitet, ja, nichts gelungen, was ich wollte, ja, und dann zerreiße ich alles. Und meine Prozess, also um ein Stück zu machen, immer von einem Modell, ja, mit Gips, ja, immer Gipsmodell. Na, haargenau kann ich vergrößern oder verkleinern. Und von dem Motiv, da habe ich sowieso ca. 12 also Serien, also Motive, also Kollektionsname. Das kann man jetzt also sehr schwer, also eins nach anderes also, sprechen, das ist zu lang.
aber ungefähr geht es um die Natur. Ich bin ein Naturist, ja, und ich habe sich sehr viel mit der Umgebung zu tun und mit mir selbst, weil ich sehr lange Jahre in Deutschland bin, ja, dann habe ich nicht mehr also gekannt, wer ich eigentlich, also bin ich eine Taiwanesin oder ein Deutscher, weil es manchmal verwechselt mich, also die Identität, ja, und dann wegen dieser, also Wurzel, wo ich hergekommen bin, dann natürlich habe ich sehr viele also rausgefunden, Materialien und Ideen. Und das kommt alles zusammen zu meiner Ausstellung. Nach 40 Jahren natürlich kann ich besser sprechen, ja. Aber während der Zeit, das ist nur ein sehr, sehr harter Kampf gewesen, ja. Das merkt man deinen Arbeiten auch an, glaube ich, dass sie nicht unbedingt der harte Kampf, den sieht man nicht mehr. Aber man sieht, dass es lange Prozesse sind, bis diese Dinge entstehen können. Ja. Und das Faszinierende auch für uns oder für mich war auch bei deinen Stücken, diese Kombinationen, wie du Metall mit Stein kombinierst und wie du in den Stein hineinschaust, in diesen Achate sind es ja, oft, ja. Oder auch das Holz, dieses Kampferholz, das eine ganz wunderbare, schimmernde Oberfläche hat, die fast dreidimensional wirkt, also wie wenn man vom Flugzeug auf Canyons schaut. Mhm. So hat es was Abstraktes und gleichzeitig sehr Naturalistisches an sich. Und das sind ganz spannende Umgänge mit diesen Materialien und auch den Formen. Wir haben ein paar Stücke dabei, die sehen tatsächlich sehr asiatisch aus, weil sie so eine Anmutung dieser asiatischen Formen haben, so eine schwere Topfform und auf einmal gibt es kleine Füßchen drunter und sowas. Also man hat das Gefühl, man wird erinnert an eine traditionelle Keramik zum Beispiel aus den asiatischen Ländern und gleichzeitig ist es aber eine ganz moderne Übersetzung dieser Formensprache. Und bei einigen diesen Stücken sagst du ja selber, sie sind inspiriert von den Ureinwohnern Taiwans, die eben vor allen anderen schon dort gelebt haben und die eine eigene Religion hatten und auch eigene Formen und eigene kulturelle Ausdrücke. Und deshalb spielen die da eben auch mit. Ja, ich glaube, um meine Stücke zu verstehen, es gibt ein paar Schlüsse. Ja, erstens, ich kann immer sehr leicht umwandeln von angewandter Kunst bis zum Fine Arts. So, manchmal wechsle ich von hier und dort. So, ich bin eigentlich keine sozusagen Handwerker oder Goldschmiedemeister nur, sondern ich benutze immer die Technik von Goldschmiede und auch Materialien, die also wir immer also oft also benutze, dann umwandeln auf Fine Arts Gebiet. Das heißt also, Technik und Materialien ist nicht so ganz wichtig, sondern das Stück, wenn ich also fertig also habe, ob ich eine Sinne drin also davon sehen konnte. Durch eine Objekte oder ein kleines Stück Schmuck, da sehe ich viel, viel mehr als nur optisch, so, was wir beobachtet haben, sondern es versteckt immer hinter diesem Stück etwas, eine Bedeutung. Ja? Nicht nur so eine Bursche oder eine Objekte. Und natürlich, also als Künstler denke ich immer sehr viel. Und es ist also grenzenlose. Ja? Objekte, Motive oder plötzlich also mit meiner Gesundheit zu tun auch. Und was gerade im Moment aktuelle also, Events also passiert, also in meiner Umgebung oder in ganzer also Erdkugel, dann nehme ich das alles als Beispiel. Oder vielleicht von einem Traum habe ich etwas geträumt. Dann fand ich, ja, das ist etwas, was ich haben will. Dann fange ich an zum Zeichnen, zum Modellieren und dann suche ich mal die Material und dann denke ich an Technik. Wie kann ich diese Dinge bauen? Ja.
Genau, und das ist eben das, die Technik und das Material sind eben ein Mittel dazu, das auszudrücken, was du sagen möchtest. Und deshalb werden sie auch so selbstverständlich und werden auch so souverän verwendet. Also du kämpfst nicht mit dem Material, sondern du machst es dir zunutze für deine Ideen und was du machen möchtest. Und ich kenne ja auch deine großen Plastiken, die dann wirklich raumgreifend viele Meter hoch sein können und dann vor Gebäuden stehen und auch mit den Gebäuden in Kontakt treten, sozusagen in einen Dialog treten und das auch können. Und so geht es auch bei diesen Stücken, die wir hier haben, dass sie eben auch mit den Besuchern in Kontakt treten können. Also man schaut es immer länger und länger an, sieht eigentlich ganz einfach an, glatte, relativ schlichte und ruhige Oberflächen und Formen und trotzdem sprechen diese Objekte mit einem. Und das ist kein Unterschied zwischen den Schmuckstücken und den Skulpturen, weil man kann sozusagen mit beiden in Dialog treten. Und das macht wirklich auch einen guten Schmuck und eine gute Skulptur aus. Und sie macht sie damit auch zeitlos. Also wir sind nicht gebunden an einen besonderen Geschmack mit diesen Arbeiten, sondern sie entstehen ja aus deiner Intuition an dem, was dich gerade beschäftigt, heraus und nicht an einer Mode oder an einem irgendwas, was jetzt gerade angesagt ist, was man haben soll. Deshalb sind sie auch Stücke, mit denen man, glaube ich, lange umgehen kann. Ja, natürlich, also als ein Künstler, also ein Künstler ist mein Beruf. Ja. So, es ist kein Hobby. So, das ist zwei und sehr, sehr unterschiedliche also Vorstellung. Wenn man Kunst, nimmt man Kunst als Beruf, das ist eine Arbeit, eine Aufgabe. So, ich muss jeden Tag mich also in Gedanken trainieren und dann auch sehr neugierig, also auf alle Dinge, was passiert hatte, ja. Und ich muss immer üben, also technisch. Mhm. So. Mit der Jahren, dann bin ich langsam ein bisschen so, sozusagen, älter geworden, ja, dann benutze ich immer einfachste, leichteste, also Technik, um noch größer und noch tiefer, also Philosophie und Bedeutung also mit ein Stück zu bauen. Ja. Und als ich jung war, dann ich bin also ganz gierig auf Technik. Mhm. Ja, muss haargenau, du kennst ja deutsche also Arbeit ganz also präzise, also genau, ja. Und auf 100 Zentimeter, ja. Stimmt, das hat mir auch geholfen. Aber ich bin langsam weg von Technik. Ja. Ich kann natürlich heute noch ganz gut fassen sogar, ja. Und granulieren auch, ja. Und Filigramm kann ich auch noch, ja. Aber ich mache das weniger, viel weniger. Ich versuche, erst der große Form, der Grundfundament von einem Objekt, das ist der Form. Der Form stimmt. Dann fange ich an, langsam zu schauen, was ich noch dazu ergänzen sollte. Ja, kleine Ersatzteile, wenn nicht, dann lasse ich diese große Form einfach so. Und Leute, also die Jüngere sind, die haben meine Stück gesehen, dann haben die gesagt immer, ach so einfach. Ja. Aber mit dieser einfach war viele sehr, sehr sozusagen Komplikationen vor dem Anfang vor mir, also schon einen langen Weg also gelaufen, also so lange her. Manche Stücke sind durch 10 Jahre, 15 Jahre erst gestanden. Es ist oft ja so, dass gerade die einfachen Dinge, die Dinge, die einfach aussehen, eine ganz lange Zeit brauchen, bis sie so einfach werden können. Und vielleicht ist es auch notwendig, diese präzisen Techniken, wie du sie gerade geschildert hast. Du warst ja auch Obermeister in Nürnberg, als Goldschmiede-Obermeister. Also da muss man was können, technisch können. Ja. Dann ist es vielleicht ganz gut, man kann das, aber man benutzt es nicht mehr, sondern hat es im Hintergrund und man merkt trotzdem den Stücken an, dass sie so souverän
sind. Das sind lauter kleine, souveräne, einzelstehende Kunstwerke. Und das ist das Wunderbare an den Arbeiten. Wing Mong, ich danke dir ganz herzlich, dass du zu uns gekommen bist, dass du mit uns die Sendung gemacht hast, diesen kleinen Film, den wir auch nach der Ausstellung noch zeigen können. Und ich hoffe, dass die Werke, die wir hier sehen, auch ganz lange wirken werden. Vielen Dank, Wing Mong. Dankeschön. Also Conny, ich wünsche mir auch so, dass er erfolgreich zu sein, also für Besucher, und ich kann mit alle gleiche Meinung teilen, also Exchange, austauschen. Mhm. Und ich bitte auch eine Geduld mit meinem Deutsch. Ja, ich habe mein Deutsch wirklich sehr viel vergessen. Das macht überhaupt nichts. Ich glaube, wir verstehen dich ganz gut. Danke. Zumindest verstehen wir dich auch über deine Arbeiten und deine Werke. Ja, danke schön. Also. Liebe Gäste, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Schauen Sie sich die Ausstellung an, falls Sie es noch können. Und ansonsten gibt es Kataloge und Bücher dazu. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.